Entschlossen und ich gehe wieder zurück. Ich muss diesen blöden Kuchen holen. Ich kann das nicht machen. Ich brauche diesen Kuchen. Ich brauche diesen Donut. Ich brauche den Spinnendonut. Wo hatte ich das denn nochmal? Ich muss überlegen, wo hatte ich denn nochmal? Ein Speicherpunkt. Ah, das war die Küche. Es ist an der Tisch festgeklebt. Das war die Küche mit dem Käse. Kühlschrank und da komme ich nicht hin. Mist. Mist, Mist, Mist. Nee, ich will ja nicht speichern. Ich will ja den doofen Donut holen. Ich will den doofen Donut. Den doofen Donut. Bitte wähle eine Etage. Muss ich jetzt echt mal überlegen, ne? L1. Da ging es dann zu Dings. Da war der Brunnen. Wasser. Come to home. Ich komme zu Hause. Ich komme nach Hause. Ich laufe jetzt so weit zurück, bis ich den blöden Spinnendonut mitnehmen kann. Es ist eine Kiste. Sie ist voll. Guckt der immer so grimmig? War der vorhin schon da? Weiß er schon gar nicht mehr. Verdammt. Ich glaube, das ist doch ein Stückchen. Ist mir egal. Ist mir egal. Okay, da ging es nicht lang. Bin ich gut durchgekommen, ne? So, dann wieder. So, ich muss die Pilze ja mal lassen. Plopp. Plopp. Ich muss ja irgendwie wieder zurück. Ich muss diesen Spinnendonut jetzt mitnehmen. Oh. Kiste. Ja. Wo ist er? Spinnendonut. Sehr schön. Kann ich direkt mal eine Runde shoppen gehen? Korbenapfel, halt 18. Nee, warte mal. Waffe, längerer. Nee. Halt im Kampf. So, ich denke, das sollte reichen, ne? Oh, ich gebe mein Bestes. Ja. Hundereste, Instant-Nudel, Spinnendonut. Okay. Es war jetzt ein echt langer Weg, aber
Ich brauchte diesen Spinnendonut. Ich weiß nämlich, Chi hat gesagt, wenn du den Spinnendonut hast, dann kannst du Muffet quasi einfach den Spinnendonut zeigen und dann hat sich das erledigt mit der Sache. Musst du nicht mehr großartig gegen die kämpfen. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust. Wartet mal kurz. Boah. Hat mich gerade voll erschrocken. War so ein komisches Viech. Ein Viech an meinem Beinchen. Momentan fliegen viele Viecher durch die Gegend. Und wenn man dann auch noch so wie ich eine tolle Bremsenallergie hat und nochmal mega doll auf die Dinger also reagiert, das ist ja wunderschön. Also die Viecher braucht man echt nicht. Wenn du die Viecher hast, dann brauchst du keine Feinde und keine Freunde. Ich habe mal so überlegt, ne? Das sind echt Tiere, die braucht kein Mensch. Sind wie Mücken, nur ein bisschen fetter und machen mehr Autsch. Welcome to Heartland. Yay. So. Naja, aber die Viecher lieben ja die warmen Temperaturen momentan. Oder generell die Temperaturen an sich. So, jetzt kann ich zum Muffet. Zum Muffet? Und es sollte ja jetzt rein theoretisch nichts mehr passieren. Habe ich hier auf dem Weg noch einen Speicherpunkt? Nee, nicht wirklich, ne? Muss ich gleich mal gucken. Ich dachte eigentlich, dass ich... Ah, doch, da. Ja, er erfüllt mich mit Entschlossenheit. Speichern wir mal eine Runde. Und gehen wir in die Höhle des Löwen. Item. Spinnendonut-Info. Okay. Normal dürfte mir jetzt nichts passieren. Ich hörte... Ein zweifelloser, geiziger Mensch hasst Spinnen. Nein, tue ich nicht. Ich hab den Spinnendonut. Hier. Nimm ihn. Zeit, ihm zu zeigen, dass man die Dieben machen. Ich habe ihn nicht geklaut. Was? Sie sagen, dass sie dich gesehen haben und du hast geholfen, indem du für den Zweck gespendet hast. Oh nein. Das alles war ein großes Missverständnis. Ich dachte, du wärst jemand, der Spinnen hasst. Die Person, die nach Seele gefragt hat. Ich muss eine andere Person in meinem gestreiften Hemd gemeint haben. Entschuldige bitte all das. Ich mache es wieder gut. Du kannst hierher zurück, wann immer du willst. Ohne Gebühr. Ich wickle dich wieder ein und lass dich mit meinem Haustier spielen. Ich scherze nur. Ich werde dich verschonen. Ja! Oh mein Gott. Das hat Spaß gemacht. Man sieht sich, Liebling. Genau das wollte ich nämlich haben, machen, tun und wuhu. Es hat funktioniert. Denn in Wirklichkeit mag ich auch total gerne Spinnen. Wenn es nach mir geht, die könnten in meinem Zimmer sein und die ganzen Mücken und die ganzen Fliegen und Viecher fressen. Ich wäre damit zufrieden, dann hätte ich meine Ruhe. Es ist ein Poster von Metatons kommenden Auftritten. Die tragische Geschichte zweier Liebenden, die vom Schicksal getrennt werden. Scheint, als würde der Auftritt gleich beginnen. Und wieder eine... Oh, dieser Mensch.
Kann das sein? Meine einzig wahre Liebe. Nein. Bin ich nicht. Hau ab. Oh, meine Liebe. Bitte renne weg. Oh, mein Lieb. Lauf fort, sei still. Der König dich hier nicht will. Menschen sollen leben im Licht. Sie bringen dich ins Verlies. Das wird Blut. Und dann stirbst du so oft. Ja, schön. Wie traurig. Du wirst sterben. Heul, heul, heul. Traurig, dass es passiert. So traurig. Es ist so traurig, dass du in den Dungeon gehst. Also, leb wohl. Na toll. Oh nein, was soll ich nun tun? Meine Liebe wurde in den Kerker gesperrt. Ein Kerker mit einem Rätsel, das so bösartig ist, dass mein Geliebter sicher umkommen wird. Oh, Herr, steh ihm bei. Bei dem fürchterlichen, farbigen Kachellabyrinth. Jede farbige Kachel hat ihre eigene fürchterliche Funktion. Zum Beispiel bedeutet eine grüne, aktive Kachel, dass Monster bekämpfen werden müssen. Rote Kacheln, nun warte eine Sekunde. Haben wir das Rätsel nicht schon vor ungefähr 100 Räumen gesehen? Ja, mit Papyrus! Das stimmt, du erinnerst dich doch an alle Regeln, oder? Großartig, dann will ich deine Zeit nicht mit Wiederholung verschwenden. Ich aber... Oh, du beeilst dich besser. Falls du es nämlich nicht in 30 Sekunden schaffen solltest, muss ich sterben. Wirst du von den Flammen eingeäschert. Mein armer Liebster, ich bin so voller Kummer. Ich kann nicht aufhören zu lachen. Viel Glück, Schnucki. Oh, mein Liebling ist gefallen. Tut mir leid. Sieht so aus, als hättest du keine Zeit mehr. Nein! Da kommen die Flammenschnucki. Nein! Sie kommen näher. Nein! Noch näher. Oh nein! Gleich ist es soweit. Mechanisches Hüsteln. Pass auf, ich werde dich retten. Ich hack mich jetzt in die Firewall. Oh nein, wie konnte das passieren? Erneut ein vereitelter Plan durch die geniale Dr. Elphys. Haha, das ist richtig. Komm schon, Metatan, gib endlich auf. Du wirst uns nie besiegen können. Solange wir zusammenarbeiten, dein Rätsel ist vorbei. Nun geh nach Hause und lass uns in Ruhe. Rätsel? Vorbei? Elphys, Liebling, wovon redest du? Hast du vergessen, wofür die grüne Kachel stehen? Sie machen ein Geräusch. Dann bist du ein Monster bekämpfen. Nun, Liebling, dieses Monster bin ich. Nein! Metatan greift an! Körper ist noch immer ein Hindernis. Das ist es, Schnucki. Sag Adieu.
Ist das dein Handy? Du gehst besser ran. Hey, das sieht übel aus, aber keine Sorge. Es gibt eine letzte Sache, die du auf deinem Handy installierst. Siehst du diesen gelben Knopf? Geh in den Tab-Menü deines Handys und drücke den Knopf. Du drückst den gelben Knopf. Das Handy reagiert auf Meta-Transparenz. Das ist es, Schnucki. Sag adieu. Hä? Drück jetzt Z! Oh, oh, oh. Du hast mich besiegt. Wie kann es sein? Du bist viel zu stark, etc. Und weg ist er. Sieht aus, als hättest du ihn besiegt. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Dank dir. Was? Oh nein, ich meine, du warst derjenige, der alles gemacht hat. Ich habe nur ein paar blöde Programme für dein Handy programmiert. Hey, das mag jetzt seltsam anhören, aber kann ich dich etwas fragen? Bevor ich dich traf, habe ich mich nicht wirklich besonders gut gemacht. Ich habe mich lange wie ein totaler Versager gefühlt, als könnte ich nichts auf die Beine kriegen, ohne jemanden zu vernachlässigen. Aber dich zu leiten hat mich wieder besser fühlen lassen. Also danke, dass du mich helfen lassen hast. Wie auch immer, wir sind fast am Chor. Es kommt gleich nach mit Zuflucht. Komm schon, bringen wir es zu Ende.